Auf meinen eigenen 3D-Karten möchte ich Bilder einfügen. Hallo und willkommen zu diesem Excel-Tutorial. Ausgehend von dieser Tabelle hier oben habe ich ja bereits Fußballfelder angelegt. Da sind zwei Mannschaften, Team A und Team B, mit jeweils drei Spielerinnen. Und ich habe hier in Einfügen, unter Einfügen, den Schalter 3D-Karte, 3D-Karte öffnen. Ich nutze hier selber Excel 2016, aber PowerMap gab es ja auch schon bei Excel 2013 als Add-in. Und da habe ich jetzt zwei Touren angelegt und ich öffne mal Tour 2. Diese Tour 2, die zeigt schon ungefähr das, was ich hier vorhabe in diesem Video. Das heißt, ich kann hier Bilder neben meinen Säulen positionieren. Ich sehe an der Säulenfarbe, um welche Mannschaft es sich handelt. Und ich könnte ja jetzt hier Fotos anzeigen, aber ich habe mir jetzt mal hier so Mannequins angezeigt. Ja, das mache ich wieder zu hier. Da wollen wir hin. Ich öffne einfach mal eine bereits existierende Tour. Das haben wir ja schon gemacht. Und zwar die Tour 1. Da gibt es ja nur Säulen. Und was habe ich da gemacht? Ich habe X- und Y-Koordinaten als Ort angegeben. X und Y. Und ich habe dort den Wert angegeben. Das könnte ja zum Beispiel die Spielstärke, die Laufgeschwindigkeit, die Abwehrfähigkeit sein. Und ich habe das Team dort stehen. Ich kann nun, wenn ich mit der Maus auf die Säulen fahre, ja auch die Werte einsehen. Ich kann aber auch die Werte anzeigen lassen. Ich kann mit rechter Maustaste auf so eine Säule klicken. Ich kann auf Anmerkungen hinzufügen klicken und dort zum Beispiel sagen, ja, ich tippe da irgendwas rein, ne? Hallo. Dann steht das. Ich klicke mal auf OK. Dann steht das da an der Säule. Ich kann aber auch, ich klicke nochmal auf Bearbeiten. Ich kann aber auch eins der Felder, die ich habe, die XY-Felder oder die Felder, die ich halt ja ausgewählt habe, die kann ich dort einbinden. Ich kann aber auch oben Titel drüber setzen. Das heißt, es gibt oben Titel, unten Text. Ja, und da habe ich auch Bilder. Und darauf kommt es mir jetzt an, die Bilder. Moment, das werde ich gleich noch ändern. Wie wäre es denn, wenn ich da nicht Team in die Kategorie nehme? Ja, jetzt ist alles blau, alle in der gleichen Mannschaft. Ich klicke auf Ansicht oben rechts, Feldliste. Ich hole mal die Teilnehmerinnen in die Kategorie. Ja, super, jetzt sehe ich die Namen der Teilnehmerinnen. Ich könnte also jede Säule mit dem Namen belabeln, ohne Probleme. Aber ich möchte sagen, das hier ist das Team blau und rechts ist das Team rot. Gut. Machen wir es aber anders. Wir machen das mit zwei Schichten und ja, ich baue jetzt erstmal. Ich hole mal hier mit rechter Maustaste, zum Beispiel bei der gelben Säule, Anmerkungen hinzu. Klicke oben beim Titel einmal auf die Auswahl der Felder. Da sehe ich ja den Namen, das ist Jana. Klicke auf Benutzer definiert und lösche vorne das Teilnehmerinnen weg. So, das ist meine Spielnummer 2 im roten Team. Ich klicke auf Bild und habe die Möglichkeit, Bilder einzufügen. Ich nehme mal ein kleines Bild, klicke auf Bild und habe die Möglichkeit, nun hier Fotos reinzuholen. Zum Beispiel Nummer, ja, sagen wir mal 2. Das sind PNG-Dateien, das heißt, das Weiße kann unsichtbar gemacht werden. Ich klicke auf Öffnen und muss aber auch noch das Weiße hier unsichtbar machen. Das heißt, ich setze auf keine Füllung. So. Ich klicke auf OK und sehe nun hier einen Verbinder zwischen der Säulenoberkante momentan und dem Bild. Und ich sehe, wenn ich das drehe, dass das Bild hier mit der Säule verbunden ist. Ich sehe aber auch, dass es immer noch hier, ja, gelb. Ich nehme mal noch die Torwärtin hier. Das ist die Michael Nadine. Sieht man ja, Nadine ist rot. Ich klicke mit drauf. Ich mache noch zwei Figuren und ich hole ein Bild rein. Bild, das ist die rote 1. Rot, kann man auch irgendwie anders machen. Rote 1. So. Und klicke einmal hier auf Teilnehmerinnen, auf Benutzer definiert. So, geht bestimmt auch anders. Ich weiß nur noch nicht wie. Ich sehe, dass die Säule ganz oben ansetzt. Dieser Pfeil setzt ganz oben an und rechts. Das kann ich hier ändern. Klicken wir mal auf OK. Das heißt, hier an der Oberkante der Säule und rechts setzt das an. Und jetzt hole ich mir noch den Spieler Nummer 2 hier aus dem Spielerin Nummer 2, die Eva aus dem blauen Team. Ist ja hier orange dargestellt. Ja, und da werde ich gleich noch ein bisschen mit den Farben tricksen. Und
Hier auch natürlich einmal Teilnehmerinnen, einmal den Namen hineintricksen. Einmal, na, bei 1000 Daten macht das keinen Spaß. Na, aber man möchte ja nicht alles optisch hervorheben. Ich nehme auch wieder ein kleines Bild, hole mir die blaue 1 rein. Ich klicke mal hier blau, B, ja, blaue 2, nehme ich blaue 2. Und oben keine Füllung. So, mal gucken, klicke auf OK. Ah, hier habe ich das nicht gemacht mit der Füllung bei der Nadine und die ist auch ein bisschen größer. Also das Bild ist ein bisschen größer. Ich klicke mit rechts drauf auf die Säule. Bearbeiten. Na hier, transparenter Hintergrund, keine Füllung und das Bild ein bisschen kleiner und klick auf OK und Nadine ist hier auch normal. Ja, wie kriege ich jetzt die blauen blau und die anderen rot? Das geht über eine zweite Schicht. Ich sehe die ganze Zeit, ich bin in Schicht 1. Ich sehe die ganze Zeit, die Werte werden hier irgendwie in der Höhe dargestellt über die Werte. Ne, das mache ich anders. Ich klicke auf Schichtoptionen und sage bei den Schichtoptionen einfach, die Höhe ist ganz klein, jetzt sind alle ganz klein, und die Linienstärke ist auch ganz dünn, jetzt sind sie gar nicht mehr da. Jetzt sehe ich nur noch so Pfeile. Und was mache ich jetzt? Jetzt füge ich eine neue Schicht ein. Jetzt klicke ich oben auf Schicht hinzufügen, klicke hier drauf und hier hole ich im Prinzip nochmal, also es ist ein bisschen Fleißarbeit, hole ich nochmal die X-Werte rein, nochmal die Y-Werte, weise das nochmal zu. Und da sehe ich schon wieder, jetzt alle blau. Und diesmal nehme ich natürlich das Team in die Kategorie. Wow, momentan sind dann alle Säulen ganz groß. Und hier gehe ich natürlich auch wieder auf die Schichtoptionen und senke einfach die Säulen so ein bisschen ab. Die Linienstärke kann ich hier natürlich variieren. Und ja, hier die Namen der Spielerin, die kann ich natürlich dann löschen. Und meine Tour mit den Szeneoptionen, die lenke ich vielleicht jetzt noch ein bisschen ja, mit einer Achtform oder mit einem Kreis übers Spielfeld. Moment, zoom erstmal noch ein bisschen rein. Und dann habe ich die Möglichkeit, Moment, muss das auch hier bestätigen. Dann habe ich die Möglichkeit hier, die Bilder zumindest, die ich hier gesetzt habe, mit den Säulen zu verbinden. Ich sehe die Namen, ich sehe die Bilder, ich sehe die Mannschaften identisch eingefärbt. Also da habe ich eine ja, schöne Spielwiese hier für die Visualisierung von Daten auf eigenem Kartenmaterial. In den Folgevideos geht es dann eher wieder um normale Postleitzahlengebiete, Landesgrenzen, Bundesländer und so weiter. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video.